Ja, ja, cool. Warum? Ganz spitzig, laufen die zu, dann muss man Material von unten, jeden einzelnen, individuell setzen. Und schon das. Haben wir schon geschafft heute, da ist mal was. Hier, Pfeifer, ey. So, gut schon mal. So, jetzt der Romy mit seinem hier abarbeiten. Grüß dich. Hallo, Andres. So, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. So, hallo. Und, seid ihr schon ein bisschen geschafft? Ja? So. Der hat auch schon geschafft, schon schwer. Solche. Der hat halt wahrscheinlich auch mit drei. Ja, das dann, den legen wir in die Fugen rein. Es hat immer noch Platz. Okay, ja, das ist ja, 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 ja
Einmal.
Es war ein schöner Frühjahrsauftakt heute, ein schöner Tag heute, mit 30 oder 35 Damen und Herren, Frauen und Männer, die hier wieder gearbeitet haben. Man sieht wieder, es ist ein Stück weitergegangen, die Hänge sind gelichtet. Man sieht die drei Kreuze jetzt auch vom Bahnhof aus. Man sieht aber auch von dem Ort, was sich hier in Schwäbisch Gmünd tut. Es bewegt sich ja allerhand im Rahmen der Gartenschau und des Gmünder Umbaus. Wir tragen unseren Teil dazu bei und wir sind stolz darauf, dass der Salvator wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit rückt. Ich darf mich bei euch wieder bedanken, dass ihr so schön gekommen sind, ohne viel vorher groß fragen müssen, sondern ihr seid einfach dabei. Und es ist schön, dass man Gmünd Bürger findet, die da hinter der Sache stehen. Herzlichen Dank dafür. Im April und im Mai haben wir auch nochmal zwei Arbeitsdienste eingeplant. Das werden Freitagsarbeitsdienste werden. Und ich denke, dass auch da wieder ein Stück weitergeht. Es gibt noch einige Arbeiten zu tun, die dann aber möglicherweise an den Weg auch hingehen und vor allem ins Häusle. Und ich denke, wir bringen unseren Beitrag, damit Gmünd sich schön. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Wir räumen voll auf nachher und freuen uns über einen schönen Tag. Der Herr hat es wieder gestaltet, immer wenn wir schaffen. Haben wir schön Wetter, wenn wir feiern wollen, aber schlecht Wetter und süßer Wetter. Aber vielleicht macht es das nächste Mal eine Ausnahme. Also vielen Dank und guten Abend.